jetzt wird's etwas komisch. Mein kleiner Freund, ist schon die ganze Zeit komisch. Das klang gerade wie eine Wodka-Sorte, das Artefakt. Also, zu diesem Artefakt. Ja, habt ihr es gefunden? Nicht, dass du das wüsstest, aber nur mal so. Warum ist es so wichtig für dich? Es ist ein sagenhafter Schatz. Gibt angeblich dem Besitzer die Macht, jeden Schachzug seiner Gegner vorherzusehen. Ökonomien und Regierungen kleinerer Welten zu manipulieren, den Tod zu besiegen, komplizierte Lösungen für Rätsel mittels Alltagsgegenständen zu finden und jeden zu vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Aber das ist nur ein Mythos. Ich würde es einfach verschenken. An meinen Neffen in Kanada. So ein Gerät wäre gut für mich verlegt. Die laufen jedes Mal meinen Schlüssel. Aber ich traue den Affen nicht so wirklich. Den Stunkaffel. Du bist nicht hier aus der Gegend, oder? Schuldig. Das hast du an meinem Akzent erkannt, oder? Naja. Nein. Ich komme von einem hunderte von Lichtjahren entfernten Planeten. Es war einst eine wunderschöne, sumpfige und schwüle Welt. In der Luft tanzten Schwärme von Moskitos und die Stille danach. Das Reh im Hintergrund, nur auch nett. Nur vom Klären der Kinder und den trunkenen Träumereien zahnloser Ausgestoßener gestört. Ihr könntet mit euren Erdenzungen seinen Namen nicht aussprechen, aber mein Volk nennt ihn Louisiana. Louisiana. Kann man besser aussprechen, wenn man betrunken ist. Also willst du nur dein magisches Spielzeug finden und friedlich den Planeten verlassen, ja? Die Handelskammer der Erde schenkt Ihnen eine Auswahl an Gutscheinen für verbilligte Abendessen und Broadway-Shows. Mein Spielzeug finden und abreisen? Natürlich nicht! Sei bereit, Max. Jetzt kommt der Teil, wo er ausflippt, seine Maske runterreißt und eine Maus frisst oder so. Bestätigt! Ich hol meine Videokamera. Ich würde nie abreisen, bevor ich nicht die Technologie meiner Welt mit eurem zurückgebliebenen Volk geteilt habe. Ich finde den Affen sehr komisch. So, jetzt reden wir mal mit den netten Agenten. Was machst du hier, Agent Superball? Wie Sie wissen, meine Herren, bekam ich auch die Abteilung für Heimatweltsicherheit, als Sie mich zum Minister des Hinteren ernannten. Ich wusste nicht, dass wir sowas hatten. Du etwa, Max? Ach, wenn ich's wüsste. Nachdem Sie mir einen Knopf gaben, der Raketen verschießt und eine Hotline zu Mila Jovovich, habe ich alles andere ausgeblendet. Nun, ich kümmere mich um außerirdische Entführungen, Verletzungen des Zeitstrahls, verlorene Kontinente, Mythen und Legenden. Solche Sachen. Klasse Job. Wo steht denn der Heimatweltsicherheitsstatus, Superball? Schwankt derzeit zwischen kandierter Apfel und Feuerwehrrot, Sir. Halte Sie auf dem Laufenden. Gute Arbeit. Es ist ja wirklich unglaublich viel zu lesen. Oder zuzuhören. Will der General eine Banane? Verstehe. Da ich euren Erdengorillas ähnle, nehmt ihr an, ich wolle eine Banane. Schön, dass ihr Erdlinge immer noch so charmant rassistisch seid. Mhm. Entspann dich, Kumpel. Wir sorgen nur dafür, dass du genug Kalium kriegst. So, nun können wir gar nichts mehr machen. Wo steht denn der Heimatweltsicherheit? Das haben wir schon gehört. Status, oh. Superball. Kann ich das überspringen? Schwankt derzeit zwischen. Gut. Ich möchte ja gerne wieder gehen. Okay, wir sagen Bescheid, wenn wir dieses Artefakt finden. Nachdem die Abteilung für Heimatweltsicherheit das überprüft hat. Reine Formalität. Geht in Frieden. So, gehen wir jetzt mal in das Raumschiff rein. Hey. Ey, was ist denn jetzt passiert? Ey, hab ich den Kleinen weggeklatscht. Das will ich gleich nochmal machen. Los, weg! Das Schönste an dem Spiel. Ey, wo geht's nach unten? Ab in die U-Bahn. Ein Käfer oben links.
Mann, oh Mann. Die Maulmänner nehmen sich ganz schön Zeit, unsere Haltestelle wieder herzurichten. Die haben Jobs an die mutierte Alligatorengewerkschaft weitergegeben. Und die sind wirklich faule Penner. Ich weiß gar nicht, was so richtig um mein Ziel ist. Also, der Strafraum. Der Fall, Verdächtige, Max Kräfte. Sam und Max hatten eine Vision der Zukunft, in der sie gegen den Schurken General Stunk Café kämpfen. Sie müssen ganz komisch, weiß, klingt immer wie Stunt Café irgendwie, finde ich. Sie müssen an Bord des Raumschiffs mit dem Alien-Gehirn reden, um herauszufinden, wie es weitergehen soll. Ja. Okay, also. Verdächtige. Eine Hälfte des Freelance Police Magrechtigkeit. Achso, das sind jetzt hier die Typen, die nochmal vorgestellt werden. Stinky. Schmeiß Stinkys Dinner, wenn Opa Stinky nicht da ist. Fünfmal zum vertrauenswürdigsten Geschäftsmann gekürzt, weil zum Mann. Aus schiefgegangenen magischen Rezept hervorgegangen. Was ist denn das? Da fehlt bestimmt auch noch was. Der Affe? Hm? Fast mit Sicherheit böse auf der Suche nach dem Spielzeug übersinnlicher Macht. Also ich möchte mal klarstellen, ich kann lesen. Auch wenn das schon bei Stalker nicht so lang. Was ich übrigens auch weiterspielen werde, aber nur wenn ich wirklich Lust darauf habe, weil das Spiel hat mich noch nicht so in den Bann gezogen wie zum Beispiel Dead Island. Also das spiele ich dann wirklich nur, wenn ich Lust drauf habe, weil sonst bringt das nichts. Ja, es bringt einfach nichts. Achso, und dazu, ich kann wirklich lesen. Es liegt nur daran, wenn man nicht oft laut vor sich herliest, dann kommt man doch leicht ins Stolpern und ins Haspeln. Aber ich werde das schon noch lernen. Wieder. Ich sollte mal wieder ein Buch lesen. Einer von tausenden Maulmännern, die unter der Stadt leben. Oft arbeitslos. Referenz auf Anfrage. Aha. Ach, gut. Verdächtigen. Ach, und hier können wir die Kräfte nachgucken. Also der Fall ist, wir müssen ins Raumschiff. Was wollen wir da hier unten? Zu weit weg, um zu sehen, ob es da was Interessantes und oder Nützliches gibt. Das ist natürlich ärgerlich. Man kann da einfach mal rübergehen, du fauler Hund. Was? Schwelgen Erinnerungen, Kaugummiautomat. Wollen wir das? Naja. Dieser kaputte Kaugummiautomat lässt mich immer nostalgisch von alten Zeiten schwärmen. Wie damals, als wir den Kaugummiautomaten kaputtgeschlagen haben. Das war cool. Ja, solche Geschichten kenne ich auch. Aber dazu ein andermal. Hui! Ach, ist das schön, den Hasen einfach so hochwerfen. Macht man das als Kumpel? Erwäge Limo-Becher. Eine von Boscos Gigagurgler Limo-Bechern. Das einzige Getränk, das von den Gezeiten beeinflusst wird. Also, ich meine, die Programmierer, die müssen da auch auf die Texte kommen und auf die ganzen Geschichten, die müssen doch dabei, was ich bisher gehört habe und gesehen habe, betrunken oder, weiß nicht, auf Crack gewesen sein. Ach hier, guck mal, wer da kommt. Einer von euch Typen Charlie gesehen? Er sollte eigentlich inzwischen zurück sein. Charlie Sheen? Welcher Charlie? Sag mal mehr, los. Bauarbeiter nie während ihrer Pausen stören. Nein. Also, nie. Hey, hat einer von euch Typen Charlie gesehen? Nein. Er sollte eigentlich inzwischen zurück sein. Ja, es tut mir leid, ich habe Charlie nicht gesehen. Na gut, hier rüber kommen wir nicht. Wir gehen jetzt mal rauf und lösen unseren Fall. Suchen das Gehirn und fragen mal nach, was das Gehirn von dieser Situation so hält. Ah, die Musik ist schon ganz amüsant. General Stunkaffes fürchterliches Raumschiff. Gut getroffen. Ja, ich würde da ja nicht reingehen. Das hier sieht merkwürdig vertraut aus. Schau an, Max. Das Kontrollzentrum für Invasoren vom anderen Stern. Ja, Alien-Raumschiff kennen wir.
Können wir gleich zu dem Teil kommen, wo ich diese coolen Psychokräfte habe? Wir müssen nur unseren Freund Hirnrinde anschließen und... Oh nein, es ist tot. Sah es in der Zukunft nicht irgendwie feuchter aus? Ein Eipolon. Wir müssen ihn irgendwie aufwecken, damit er uns erklären kann, was hier los ist. Das sieht aus wie ein verschrumpelter... Schniedelwitz. Er starb zu früh, nehme ich an. Wie wecken wir ihn denn auf? Du musst irgendwann rausfinden, wie es geht, Sam. In der Zukunft war er am Leben. Na, das wird ja ganz schön schlau von mir sein. Ich frage mich nur, wie ich es anstellen werde. Ja, haben wir Inventar, was haben wir denn da alles drin? Eine Pistole. Okay. Whee! Offene, merkwürdige Tür. Schauen wir uns das mal an. Sieht aus, als hätte Stunkaffe schon vor 300.000 Meilen einen Ölwechsel gebraucht. Kann ich nicht für gut heißen. Aus dem Weg, Mädels! Champion auf Durchreise! Glückwunsch! Hey, Kumpel, wir wollten fragen... Euch anzutriggern, habe ich schon lange genug zugehört. Grabt ihr mal schön eure eigenen Tunnel. Ich bin da mal auf All-Inclusive-Urlaub. Tschüss, ihr Trottel. Ja. Stellt sich doch raus, weil er der Trottel ist. Und genau deshalb bleiben wir dieses Jahr zu Hause. Verschlossen. Das ist natürlich ärgerlich. Wir brauchen so eine Karte. Komisch. Hier liegt ein Helm und so eine Art Urlaubsticket. Alle Wertsachen, die von unseren Mitarbeitern konfisziert werden, kommen intergalaktischen Wohltätigkeiten zugute. Was für eine nette Geste. Hm. Wir sollten das da lassen, falls der Maulmann zurückkommt, Sam. Ich glaube, er lebt jetzt auf einer Farm und tollt mit anderen Maulmännern herum. Ah! Oh. Ja, schau mal, ob sein Geldbeutel dabei ist. Leider nein. Die geldgeile Sau. Warum nehmen wir denn jetzt nicht die kleine Karte, um hier in den Raum reinzukommen? Wie geht denn das Speichern hier eigentlich? Ach, Spiel speichern. Ja gut. Ich werde noch kurz weiterspielen, aber dann mach ich erstmal eine Pause, denn es ist schon ein bisschen spät. In einer besseren Welt könnten sich Erdlinge und Aliens in ihrer Bewunderung für coole Waffen vereinen. Whee! Bisher kann man ja noch gar nicht viel machen, oder? Ah, da können wir vielleicht gucken. Ihr habt es geschafft, Sam und Max. Ihr habt mich vom Schlaf der tausend Tode erweckt. Mit wie was denn? Habt ihr das gemacht? Na, das ist ja ermutigend. Also, wie haben wir das gemacht? Weiß nicht, das haben wir noch nicht gemacht. Ich hab's. Benutzt doch mal den Zukunftsvisor mit mir. Wie mit mehr? Das ist doch kein mehr. Eine Gießkanne, wir brauchen eine Gießkanne. Ihr habt es geschafft, Sam und Max. Ja, ich... Du hast mich schon verstanden, kleiner Kumpel. Wir müssen diesen Dämoneneintopf und Mama Boscos futuristischen Energiekern finden. Ich möchte raus, also wir brauchen eine Gießkanne, so wie ich das gesehen habe. Gießkanne, Gießkanne, Gießkanne. Leer. Bei dem Blumenstock unten steht eventuell eine Gießkanne. Da müsste doch auch ab und zu mal gegossen werden. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, eine Wasserflasche. Ich trinke nie, wenn ich einen Fall bearbeite.
Hier kann man die irgendwie mitnehmen? Oder könnte man vielleicht das Wasser herbekommen? Fehlt uns noch eine Gießkanne. Ich würde gerne mal die Kameraperspektive. Kannst du mal aufhören, den Hasen immer hoch zu scheuern? Meine Fresse. Hier kann man nichts anklicken. Oh doch, was ist denn das jetzt? Hä? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Komisch. Ich würde gerne die Kameraperspektive ändern, aber das geht nicht.